Fledermauskasten richtig aufhängen. Ja, wenn ihr viele Mücken im Garten habt, vielleicht durch einen See oder einen Teich, dann lohnt sich auf jeden Fall ein Fledermauskasten. Und wenn du gerne wissen möchtest, wie du den am besten aufhängst, was du dabei beachten solltest, zum Beispiel die Himmelsrichtung, die Aufhänghöhe, und so weiter, dann schau dir das komplette Video an, welches du direkt bei mir auf dem Kanal findest, Zusch im Garten.